Jo, ich bin in Zivil, weil es geht jetzt zu North Coast Barbecue. Ein Grillabend, Burger grillen. Und zwar verschiedene Burger, unter anderem auch einen sogenannten Festtagsburger mit Rouladenfleisch und Rotkohl und so eine Geschichten. Ich bin gespannt. Ich nehme die Kamera mal mit, vielleicht darf ich ja ein bisschen filmen. Und ich hoffe, euch läuft das Wasser im Mund zusammen. Zwiebeln schneiden. Ja, boah, das ist was für die Dach. Ja, XL haben wir auch. Dann kannst du schon mal anfangen, den Dutch-Ofen so ein bisschen auszulegen, Baby. Das war's. Ich helfe dir mit. Zeig's mir dann eben. Oh. Ich wollte gerade sagen, du arbeitest aber neu, Mann, ne? Aber das Hähnchen ist ja eigentlich noch die tollste Arbeit. Während der Pulled Chicken Burger und der Festtagsburger mit dem Rouladenfleisch im Dutch-Ofen jetzt für die nächsten 3, 3,5 Stunden vor sich hin brutzelt mit Speck und anderen leckeren Sachen, möchte der Hufschmied meines Vertrauens jetzt mal hier Lachsburger basteln. Dann erzähl mal, was du da Feines gemacht hast. Das sind Chorizo-Bratwürstchen, spanische Paprika-Bratwurst. Die werden jetzt halbiert. Auf Rucola. Und was war das noch für ein Dressing? Chimichurri. Chimichurri Würzmischung ist ja ein argentinisches Würzmischung. Er nimmt mich auf. Das ist. Oh. Ich wollte mal klauen, was er da gemacht hat. Achso. Und dann haben wir das aufquellen lassen mit Rotweinessig und Olivenöl. Und dann sieht das so ein bisschen aus. Ein bisschen Wasser habe ich noch drauf getan. Und das Ganze kommt jetzt mit Rucola und dem Chorizo-Wurst auf ein Baguette. So, das Ganze. Das Ganze. Oh Gott, schmeckt die auch ganz durch. Kommen die Garnelen auch auf den Lachsburger? Was denn? Kommen die Garnelen auch auf den Lachsburger? Ja, die kommen oben rein. Sehr geil. Die Bretter sind auf jeden Fall heiß. Diese Bretter sind heiß. Wo bist du heiß? Das wollte jetzt keiner sagen. Nee. Ach, ihr löscht ihn wieder, ne? Nee. Messer, immer hier. So, ich habe die Fritteuse jetzt so auf 160, 170 Grad und dann mit Rucola, da müsst du jetzt gleich vorsichtig sein. Das ist natürlich so. Haut es so rein? Ja. Ja, da zischelt gleich ein bisschen, weil da ja Wasseranteil drin ist. Aber das ist schon, das schmeckt geil. Wir haben das, wie gesagt, bei Gruselinkel letztes Mal gehabt. Ich muss nur den Moment genau abpassen. Ja, das ist. Das Ganze kannst du jetzt gleich mit der Kelle so rausmachen. Mhm. Dann kommst du hier zum Abtropfen drauf, ein bisschen grobes Meersalz drüber. Du sollst ja auch nicht S anziehen. Nee, das ist schon XL. Handtücher, Handtücher. Alles klar, Handtücher. So, kannst du so rausnehmen jetzt schon. Schmoren Zwiebeln zum Klassikburger. Alle rein mit der Zange rein, wie hättest du es gerne? Ja, jeden einzeln mit der Zange. Ja, gut, kannst du haben. Ja, lass mal die Pfanne mal ein bisschen heiß werden. Ja, eigentlich so heiß wie die Zange neben dem Grill ist, müsste die Pfanne eigentlich auch schon heiß sein. Die kommt aber jetzt gleich. So, machen wir das eben. Das ist total. Da sind wir drin und dann kurz heiß werden. Das ist aber kein Holz, kannst du da denn trotzdem mit rum? Nee, aber das ist ja russisches Gas, das müssen wir das ja boykottieren. Können wir dann noch ein paar Kohlen drunter legen? Einmal Zucker, ich komme gleich noch ein bisschen über die Zwiebeln, dass sie so ein bisschen karamellisieren zum Schluss. Aber sonst nichts. Nein, sonst machen wir da nichts dran. Wir machen auch den Beefburger bewusst ohne Bacon, weil mit Bacon Was schmeckt. Was ist da denn überhaupt drauf? Da ist Tomate drauf, Rucola-Salat, geschmorte Zwiebeln mit ein bisschen Zucker. Ist das dieser frittierte Rucola-Salat? Nee, den machen wir an die Pommes als Topping. Der frittierte Rucola, der kommt. Und hier mal, also Bacon kommt da nicht drauf, weil wir den Beef. Kein Schluck mehr! Der wird gefährlich, ne? Wie viel Gramm machen so ein Pässe? Ich hab die noch nicht gegrillt. Nee, einfach ausprobieren und selber machen. Ich mach auch mal, ich mach.
Carsten muss grillen und wir können auch hier. Wir haben aber die Kipper aus beim Grillen, ne? Mach was. Hier, wie bei El Bandi. Du sollst dann grillen und nicht räuchern. Ich bin schon stets bemüht, mein Lieber. Hier, Fabian ist sonst so. Ja, jetzt kannst du, jetzt ist egal. Er wollte sagen, jetzt kannst du dich auch weiter vollsauen. Wir machen das. Mit ihr drei seid jetzt für die Burger Patties verantwortlich. Richtig schön. Schön, genau. Schön, schön und nicht mehr. Genau. Nicht schwarz, nicht nur schön. Mit Deko oder ohne? Nur was? Schön. Mit Deko oder ohne? Nur das schön. Da hinten entstehen noch die Pommes. Hast du keine Gruppe auf Strom gestellt? Nein, doch. Also wohl. Wir waren nicht einfach nur am Reden. Aber da suchst du ja nicht, oder? Nee, dann musst du abschätzen, was sie jetzt filmt. Ja. Warum reibst du die? Fürs Gefühl. Damit die heiß werden. Reibung durch Reibung ist die Hitze. Genau. Ja, die kommt von muss aber schneller reiben. Soll ich doch mal da vor zwei Jahren. Sei auch mal lächeln und die Hände aus der Tasche nehmen. Bitte. Na, sie guckt hier. Sie muss die Verantwortung gucken. Genau, einer muss die Aufsicht haben. Es wird. So, ein bisschen Zucker drüber. Karamellisieren. Brauner Zucker? Was machst du da jetzt drauf? Rohrzucker ist das, denke ich. Also brauner Zucker. Mhm. Damit das ein bisschen karamellisiert. Mal gucken, ob das nachher schmeckt. So. Was machen deine Burger Patties hier? Es läuft. Es läuft. Wir können doppelwindig drehen. Mhm. Ist aber multitaskingfähig. Dann gleich kommt noch Käse drauf. Oh, sehr geil. Und die ruhen jetzt auf der Kante schön. Sehr geil. Und nachdem der Hubschmied, der Experte für Feuer hier, alles verbrennen lassen hat. Nee. Die sehen gut aus. Wenn du die hast, kommt da jetzt Käse drauf. Wir können die Platte auch noch ausdrücken, dann bleiben sie ziemlich. Da hinten, da habe ich den mal so, das in der ja, Hand. Ja, Bier in der Hand. Jo, kriegen wir hin. Das stellen wir mal hier mit hin. Boah, die werden, die karamellisieren jetzt schön. So, was sind das für ein Dressing? Mayonnaise mit Bärlauch, Chiliflocken und Barbecue-Booster für die Schärfe. Alles klar. Und Käsebrötchen mit Zwiebeln, nee, das ist noch kein gerösteter Rucola. Nein, das ist der normale Rucola, den frittierten Rucola gibt es zu den Pommes. Sehr geil. Die hier schon vorbereitet sind. Genau, richtig. Selbst geschnitten. Darfst du schon mal anbieten. Soll ich mal eine hat probieren, keiner, meinst du? Hat keiner gesehen. Ich guck weg. Kleines Insider-Geheimnis. Wir waren zusammen in der Ausbildung. Nur eher in einem anderen Bereich. Du bist technischer Entwickler, bist jetzt Projektleiter, ne? Ja. Ja. Und ich habe damals Konstruktionsmechaniker gelernt. So. Ich glaube, es geht mit dem Essen los. Ja. Es gibt Essen. Kaffee mit Zwiebeln. Was sieht denn aus? Ja, es wird, ne? Wenn es auch noch schmeckt. Und wo willst du die Pommes denn drauf haben? Da auch noch drauf, oder wie? Die? Nein. Wäre auch cool, wenn man die auf die Burger machen würde. Die könnt ihr euch gleich einfach so daneben auf die Teller machen. Genau, macht die Burger erstmal fertig. Jetzt erschrott ihr wieder. Ist aber so schrott hier denn. Der macht Pommes. Ich bin ganz alleine hier. Der macht Pommes. Wo muss ich jetzt weitermachen? Deckel drauf. Und noch kein Fleisch drauf.
Salat hast du hier. Achso, hast du ein paar runtergelassen? Das war Fleisch. Was? Du, oder? Nein, ist doch drauf. Achso. Die Kamera, die habe ich, das ist schon bei mir automatisiert. Wo wir gerade bei Zucker sind, könnte man die auch so karamellisieren? Oh, gute Frage, muss die beiden Jungs fragen. Aber die sehen echt schon nice aus. Aber der ist auch verdammt voll, der Grill. Da hinten kommst du gar nicht richtig ran, wa? Da hat er ordentlich was zu tun. Jo. So, und welchen Burger gibt's jetzt? Den Pulled Chicken Burger. Jetzt gibt's Pulled Chicken Burger. Mit Onion Rings in Bacon. Sehr geil. Man kann euch buchen für zu Hause, ne? Ja, das kann man. Im Internet Beefbuster eingeben, oder? Aber nicht wie? Für alles, zum Grillen. Aber wenn die Kohle stimmt, komm, ne? Was hast du denn vor? Mach die Kamera vorher auf. Ich war draußen telefonieren. Das ist was? Kartoffelkocher. Sehr geil. Und die kommen jetzt unter den Festtagsburger. Ja, das ist, genau. Und über den Festtagsburger. Rouladenfleisch mit Rotkohl und... Und Rotkohl und... Sehr geil, ich bin gespannt. Wir auch. Wir hatten übers Buchen gesprochen. Man kann euch Beefbuster übers Internet googeln und dann über Facebook für Grill-Events zu Hause. Genau. Ihr beköstigt einen dann. Sehr geil. Sehr gerne sogar. Greif zu. Er wartet noch. Ich habe die Kamera nämlich jetzt im Eimer rausgeholt. Marco unterstützt uns die Woche wieder. Der Pyrotechniker aus Emden. Geht um den Baum, der hinter dem Koppel hier steht, hinter den Erlen und aufgeschlagener Eiche. Da steht noch eine Weide, aber es geht um die Eiche dahinter, zeige ich euch gleich. Matze hat übrigens seine Freizeit genutzt, die Felgen schwarz lackiert. Ich finde, sieht sehr gut aus, also sehr sexy, muss ich sagen. Ja, ursprünglich hatte ich das Ding mit meinem Kran geplant. Ich stelle mich hier auf die Straße, pratz nach dahin ab und kran den Baum in 1, 2, 3, 5 Picks da raus. Ja, leider ist der Kran ja noch nicht da, das heißt, wir retten uns ohne Kran. Gut, wenn man die zwei Bäume hier vorne mit umschmeißen würde, dann könnte man die Eiche dann auch hier reinziehen. Aber wir sollen ja minimalinvasiv arbeiten. Bedeutet, wir fahren jetzt die Bühne da hoch, über diesen Radweg, auf die Wiese, pratzen dahin ab, gehen da zwischen den Bäumen durch und ja, ernten das Motor manuell. Dann fahre ich nachher mit dem Hackerkran rum. Da hinten ist ein Graben, da legen wir das ganze 18-Schraufwerk dran. Dann kann ich mit dem Hacker über den Graben grabschen, das soll er von der Reichweite gerade so schaffen. Und dann häcksel ich das Grünzeug weg. So werden wir tun. Nein, so ist der Plan und der Plan ist gut. Denkt dran, ab 1. Oktober im Shop erhältlich als Shirt. Guck mal, wie gekonnt Matze da hochzirkelt, als wenn er das schon mal gemacht hätte. Hauptsache fährt gleich den Mülleimer nicht um. Passt kein Lift rein. Ich glaube, passt kein Lift rein wird auch nochmal ein Shirt. Du musst den Tocken rüber gleich. Ja, wird, passt. Nur noch mal mit der Bank aufpassen. Ich habe noch mal eine Frage für Dumme. Wieso ist denn der Fuß da jetzt dran? Weil du ihn angeschweißt hast. Ich habe den angeschweißt? Ja. Okay, ich habe den angeschweißt. Dein Schweißpunkt hat wohl genug Druck, damit er drin bleibt. Keine Ahnung. Ja, aber der fällt auch relativ leicht wieder raus. Also ich hatte ja nach dem Schweißen, hatte ich das versucht. Geht er mal drauf? Ah ja doch. Aber er hält, also so ein bisschen wenigstens. Naja gut, jetzt nicht. Jetzt können wir ihn auch... Ne, er hält nämlich, wie gesagt, das hatte ich nach dem Schweiß nämlich aus. Ist so gerade eben, also ich traue mich da nicht mitzufahren. Zumindest nicht von hier bis Emden, weißt du, was ich meine? So, wie gesagt, da bauen wir sie hin. Das passt sehr gut. Und ja, dann drehen wir... Komm mal gleich ruhig noch wieder ein Stück vor, dass wir hier zwischendurch können. Oder? Boah. Ja, hier vor lang geht wahrscheinlich auch, hast du recht, ja. Ganz, boah, dazwischendurch, dann brechen wir oben so viel kaputt. Ich würde vielleicht einen ganz kleinen Tucken vorkommen, dass wir, wie gesagt, wir müssen ja nur den Scheiß hier wegkriegen, das andere können wir ja nach hinten runterrotzen. Da kletter ich zur Not sonst rein. Aber der Kram, der muss hier rüber, das will ich da hinten nicht alles wegschnuren. Da wäre ich ja wahnsinnig, da kriege ich ja Trichinen bei. So, ja. Das ist wieder, ne? Also wieder, ich hätte sonst mit dem LKW da gestanden und hätte das alles hier rüber gekrannt. Wir machen das bewusst nachmittags, weil jetzt ist schulfrei. Normalerweise rennen hier nämlich die Schulkinder rum, aber jetzt ist schulfrei. Das heißt, keine Schulkinder. So, ich wollte euch zeigen, wie schön kaputt der Baum ist. Werden die Jungs hier einmal die Bühne aufbauen.
zeige ich euch mal, warum der Baum, der schöne Baum, kommt weg. Der, mein Freund, der Baum ist tot. Dein Freund, der Baum, ist mitten in der Mitte durchgebrochen. Und da steht ein Neubau, oder entsteht gerade ein Neubau. Von daher, ja, da seht ihr mal, warum das Bäumchen wegkommt. Ne? Also ich hasse ja Bäume, deswegen mache ich grundsätzlich nur gesunde Bäume weg. Also diesen ganzen Teil, der war halt kodominant, diesen ganzen Teil hat es halt rausgerissen. Ne? Der berühmte Druckzwiesel. Ja, und der Teil ist natürlich jetzt nicht mehr so wirklich standsicher. Der Baum ist begutachtet worden und da hat der Gutachter eben gesagt, bitte weg, machen wir dann jetzt. Dahinter steht, wie gesagt, die Riesenweide, da steht eine andere Eiche, noch eine Erle. Ja, es wäre ein bisschen einfacher, wenn das da vorne nicht steht. Und hätte ich meinen Kran, wie gesagt, 1 Pick, 2 Pick, 3 Pick, 4 Pick und den Stamm mit den beiden Zwieseln 5 Pick. Dann wäre der Baum weg. Oh, hätte ja auch super von der Auslage gepasst und so. Ich hätte sogar da von der Straße aus machen können, aber dann hätte ich eine Straßensperrung gebraucht. Da brauche ich keine Straßensperrung. Von daher hätte ich das von da gemacht. Aber es wäre grob wie gesprungen. Also ich hätte es auch von da geschafft. Wir haben ja 35,2 Meter Reichweite. Jo. Ja, wie ihr seht, Matze ist schon drüben am Baum. Reichweite von der Bühne reicht also von da oben. Gut, mit einer 33 Meter Bühne hätte man auch von hier unten arbeiten können. Aber er ist halt da eben zwischendurch gefahren. Jetzt kann er die Bäume in Ruhe zu Brei schneiden. Wolltest du die Kamera mitnehmen, Matze? Kannst ein bisschen was von oben filmen? Hast du gerade gesagt, wenn ich ihn noch hochkriege? Guck mal, ganz schön frech für dein Alter. Komm du erst mal in mein Alter, dann weißt du, wie das ist mit hochkriegen und so. Männer ab 40, da sinkt der Testosteronspiegel und zwar um der Hälfte. Zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Weißt du, wie man dem vorbeugen kann? Jeden Tag einen wegstecken, kein Witz. Da ist er. Gut. Aus dem Fall aus die Haare aus bewegte Gebäude. Oh nein. Ja, sehr geil. Die beiden flagge ich da so runter und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Ja, länger Plan.
So. Ich muss Hahn im Bauch. Oh ne, ich stehe in der Mühle. Wenn du jetzt aber hochkommst, kannst du ihn unten ja schlecht abschneiden. Ne? Ja, ich wollte mich eigentlich eben irgendwo. Ach so, ankern. Irgendwo ankern, aber. Dann werf mir doch dein Beutelchen her, ich kann dich doch da drunter rumlegen. Ich kann ja auch einmal eben schnell nackig machen, dann laufe ich die letzten 2 Meter und dann. Ja, das stimmt. Dran. Vorsicht! Sicherung auf dem Weg nach oben, wenn du nur mit Flipleine läufst, die immer nachzuziehen. Ne? Und dann hängt die sich, weißt du, rutscht die runter, hindert dich am Hochlaufen. Ne? Das finde ich gefährlicher. Hast du die eigentlich schon wieder oben? Als wenn er einfach. Ich habe eine kleine oben, ja. Aber die kleine. Die kleine, die Silky ist ja alles nur am LKW. Ja, ist so, gerade mit Flipline hochlaufen, aber runterlaufen tatsächlich gehe ich sehr gerne mit beiden. Ja, ja, da hast du recht. Da kannst du auch beide in der Hand nehmen und. Weil runter finde ich persönlich noch gefährlicher wie drauf. Weißt du, du kannst aber eigentlich auch, wenn du einen Karabiner mit einem Prusik da reinmachst und die hier hinten verbindest, wenn du dann rutscht, klemmt ja das Seil mit dem Prusik. Da kannst du gar nicht runterfallen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber so. Safety first hier, ne? Alles. We do it by the books. We do it by the books. So, deswegen werde ich jetzt hier auch schön meine Panzer, die natürlich bis zum Boden geht, einbauen. In dem Fall geht sie tatsächlich sogar mal bis zum Boden. Aber beim Aufstieg habe ich eben auch gerne was. Außer du kletterst mit Wechselsystem, mit Wechselseite im Aufstieg, dann ist das tatsächlich ganz praktisch, wenn die Hand so ein bisschen länger ist. Und sonst. Raus und der Papa ist wieder, wie sich das gehört, doppelt gesichert. Schön. Ja, dann gehe ich gleich runter, du tüdelst den an, wenn die den weg haben, ich schneide den Rest ab. Ja. Wobei jetzt könnt's. Egal. Dann ist es ein Schnitt, dann lassen wir den da unten liegen. Ja. Ja, ich komm da nicht dichter dran. Ne? Das ist das Problem. Machst du die sonst immer einmal aus? Ich weiß nicht, wie die mit Akku und Speicherkarte und. Oh. Wenn du filmst, das können wir ruhig auf Kamera haben. Wenn du findest, muss ich hier mit beiden. Dann machen wir das jetzt mal hier. Ich könnte ja jetzt die Kurzsicherung lose machen und da rum machen. Aber dann machen wir das jetzt mal ganz toll, weil. Mit 15 Mal gesichert. Ja, du sollst ja mit beiden Händen in einer optimalen Arbeitsposition. So, wenn ich mich jetzt hier nämlich noch einhake, guck, dann kann ich mich ja nicht um den Stamm drehen. Habe ich ein Kräftedreieck. Das heißt, ich kann mit beiden Händen total Safety sägen. Der Safety Fürst. Würde sich einen drauf. Ah.
Das war der Grund, warum ich den Porn über mir auch nicht im ganzen Nacht gefunden habe. Ja, aber das muss ich ja noch höher gehen, oder? Wenn ich mich da abräume, dann ist das ja gut. Warte, warte. Ich nehme mal kurz was. Sehr schön, Millimetermaß. Soll aber einer sagen, das passt. Jetzt willst du nicht im Ganzen, oder? Nee, da musst du immer einmal die Krone rauskloppen und dann machen die Beine, dann machen wir den da, weil der klappt ja noch weiter auf mich zu, weißt du, was ich meine? Genau. Oder vielleicht nachziehen wenn lassen. Wenn wir den da abgesägt haben, dann brauchen wir eh eine dickere Säge, weißt du, was ich meine? Ja. Also vielleicht können wir den Rest dann hier auch irgendwie in die Butnik schmeißen. Ja. Warum nicht, wenn er voll zu ihr hat. Thank you.
Das findet ihr spitze. Weißt du, ich habe im letzten Video noch erklärt, dass das ja so toll ist, wenn der Kletterer da nicht eingebaut ist, wenn man rickt und so. Genau. Und jetzt fliegt mir der Scheiß genau in die Fresse. Du bist aber nicht eingebaut. Schneid den ab, dann können wir den runterblocken. Ja. So, an den kommst du, warte mal. Oder warte, nee, warte. Ah, der muss ja auch noch ab. Ja klar. Den habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber voller ist dran. Also, du willst ganz einfach im Rücken, die zwei Stücke, ne? Ja. Der Scheppert. Aber gut, die Rolle kriegst du umgebaut, ne? Ja. Dann machen wir erst den. Kommst du hier an den Stamm noch ran, oder? Nicht. Gut, dann mach ich den. Wir müssen auch die Rolle einmal umbauen. Genau, kann ich dir ja gehen. Wir müssen den Jungs aber extrem, also das wird nicht witzig, den müssen wir ziemlich stark halten. Ich mach den hier runter. Wäre nett, wenn du den, weil das schon ganz schön lange Ende. Aber in 1, der hängt mir genau über dem Bauch. Ja, ich habe auch schon sehen hier. Den machst du nicht komplett. Wir müssen dann auch über die Gerüst schalten. Also, da haben wir die Rolle drin, wir müssen da kein Risiko eingehen. Sehr, sehr lange. Ich könnte den kleinen Ziesel vielleicht mit abschneiden. Den Zuppel da, wenn du irgendwie rankommst. Ja, den Zuppel nicht vorher. Könnte klappen. Ja, muss ich ja warten, bis der quasi unten die Rolle rauskriegt, wa? Dann kannst du nämlich da direkt beide schneiden. Weil der andere kann ja dann hier in eins her. Oder, ja, wollt, den oder wollt ihr die Rolle umbauen? Mir ist es egal. Nee, du kannst, wenn du kannst, einmal da hinten lassen. Ja. Und dann bist du frei. Und dann bauen wir die Rolle um. Oder du klopfst ihn ab oder was?
beispielsweise den, wenn ich dickere Wege habe und der weg ist, kann ich den auch da reinschmeißen. Ja. Und dann kann ich den nochmal in 5-6 Stücken abklopfen oder wir ziehen den da in den Hügel. Ja, ich kann dir gleich von hier oben die 201 da runtergeben. Ja. Reines. Ich will ja gleich auch wieder runter. Dann hat er aber vor, als die Bodenplatte fertig war, sie den ganzen Tag drauf klatschen können. Ne? Ja, dann hätte ich auch gehalten. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Ja, ich komme sofort, ich will nur die Rolle ausbauen, dann komme ich runter. Ja, Matze hat die Kamera oben gelassen an der Bühne. Ich habe das Bäumchen nochmal abgeblockt. Muss ich nochmal gucken. Jo, Nebenantrieb rein. Aus irgendeinem Grund muckt nämlich schon wieder die Bühne. Will nicht abbauen. Geht los. Ja, jetzt reagiert. Halt, ihr war warm. Kleines Mädchen. Ja, ist halt eine kleine Diva. Wieder gerne, so. Mach einmal rein in die letzten zwei Rosse. Ja, Funst. Schön. Ihr müsst die auch mal streicheln, nicht immer nur hauen. Hab ich gemacht. Nicht immer nur hauen. Bitte den Fuß wieder abreißen. Was denn? Ja, ja, da müssen wir echt drum denken. Der hängt zwar so ein bisschen, aber eben nicht so, dass ich damit fahren möchte. Ja. Die oder Vierer, was möchtest du? Was? Die oder Vierer. Das ist mir Wurst.
Die mit scharfe Ketten, so. Die mit scharfe Ketten hätte ich gerne. Und dann muss ich echt meine 200T, den Vergaser, einstellen, damit ich die wieder benutzen kann. Es war zwar auch nett jetzt mit der 201, aber das ist mir echt der Tank zu klein oder die läuft zu viel, ich weiß es nicht. Wenn man halt andere Dinge gewohnt ist. So, das ist jetzt der Reststamm. Den nageln wir noch eben schnell um. Das Holz liegt hier. Ein bisschen Gemüse liegt hier auch, klar. Ein bisschen Gemüse ist am Holz, aber gut. So, hier liegt ein Berg Holz. Da legen wir jetzt gleich den Stamm nochmal ran. Hier kann man nochmal deutlich sehen, warum der weggekommen ist. Das Holz bleibt hier auch so im Gemüse liegen. Das möchte hier gerne der Bauherr haben. Der kriegt vom Kamin. Kann er haben, habe ich keine Schmerzen mit. Ich bin froh, wenn ich es hier nicht wegtransportieren muss. Das wäre dann nämlich mit dem Wehrmeer nochmal 2-3 Stunden Arbeit. Und zweites Fahrzeug mit und so. Gut, das ist jetzt Stand der Dinge. Der Papa war mal wieder im Baum. Wie gesagt, wir haben da hinten ja gehäckselt, hattet ihr glaube ich gesehen. Jetzt pusten wir gleich nochmal lang, haken hier so ein bisschen und so. Ja, und dann passt das schon. Dann müssen wir uns noch einen Sturmschaden angucken. Ja, ich glaube der Winkel passt. Wahrscheinlich wieder nicht, ist auch voll gut. Da sieht man eben, wie schön das ist mit diesem Boden. Wenn das co-dominant ist und da reißt ein Stück raus, seht ihr, was da unten für eine Scheiße und Sift drin ist. War genau die richtige Entscheidung, das Ding über Kopf zu legen. Der arme Baum. Ja, kriegen wir den jetzt noch umgeschubst oder müssen wir da echt noch einen Tau dran machen? Oh, das ist ja wie Gummi hier, ey. Sehe ich ihn tot, ich drück. Das war dann das Video, am Anfang kulinarische Highlights, danach im Baum. Ist auch mal ganz nett, wie gesagt, so geht's auch. Ne? Die Bühne kam nicht ganz ran, dann haben wir eben Bühne und Klettern kombiniert. Hat auch funktioniert, ja, sieht zwischendurch mal ein bisschen abenteuerlich aus, zugegeben. Aber der Weg ist das Ziel und Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler. Nein, natürlich hätte ich den, wie gesagt, viel lieber mit meinem Fellkran gemacht, aber... Das musste jetzt zügig weg, bevor da das Dach auf dem Gebäude drauf ist. Und deswegen haben wir damit nicht gewartet, bis der Kran da ist. Ich hätte auch eine schöne Kranbaustelle draus gemacht, gerne für euch. Aber ihr werdet den Kran noch früh genug im Einsatz erleben. Ich hoffe, es hat euch auf der Galabau in Nürnberg gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. War schön mit euch, habe ich ja schon im Sonntagsvideo gesagt. Und jetzt Sonntag wird dann das Video von der Galabau kommen und vielleicht sieht der ein oder andere sich dann ja auch im Video. Ich freue mich, seid gespannt, die Saison wird cool und es werden noch weitere interessante Videos kommen. Die Jungs haben die Kamera mitgehabt. In der Zeit, wo wir auf der Galabau waren, haben die noch 2 Tage weitergearbeitet und haben auch bestimmt interessantes Material für euch. Habt einen schönen Sonntag, wir sehen uns.